Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Astroneer. Und natürlich habe ich es dem Baron nicht übergenommen. Und er ist wieder mit dabei. Hallo. Kann ich mir auch nicht übernehmen. Das ist einfach, ich mag den. Ist auch lieb von dir. Natürlich. So, er hat noch den Generator übrigens, hier oben, oder? Wir haben ja fast so viele Bytes, dass wir uns den Bohrkopf herstellen oder erforschen können. In der Zwischenzeit werde ich, glaube ich, schon mal ein bisschen Gemisch hier drauf packen, um einen Rover herzustellen. Ja. Und dann können wir ja mal gucken, ob denn überhaupt unser Vorhaben funktioniert, ne? Dass wir da jetzt den Bohrkopf drauf packen. Kann ja auch sein, dass im Zweifel, im Zweifelfall können wir uns ja auch eine zweite Karre bauen. Ja, natürlich als Anhänger meinst du. Ja, oder dass wir zu zweit rumdüsen. Ja, gut, das wird natürlich auch gehen. Ja, wir machen das schon. Leuchtfeuer hat der Baron übrigens auch gebaut, glaube ich. Richtig. Da ist es. Kann man schön die Farbe ändern. Das ist toll. Das ist ganz toll. Ja, ich auch. Und ich möchte diesen Samen hier verbrennen, den ich hier habe. Meinst du, den kann man da in den Generator reinschmeißen? Das wäre mega. Das fände ich voll gut. Das fände ich richtig gut. Wir testen das gleich. Das werde ich ausprobieren. Das werde ich definitiv ausprobieren. Wenn das geht, habe ich genau bei uns eine Aufgabe gefunden. Und zwar für immer. Er macht einfach nichts anderes mehr. Er geht einfach nur noch daher und holt die Samen und schmeißt sie da drauf. Ich bezweifle ein bisschen, dass es geht, aber es wäre eine coole Sache. Ich finde das richtig gut. Ja, irgendwie schmeckt mir hier die... So. Nein, jetzt nimmt er das andere da raus. Oh, shit. Naja, eigentlich ja gar nicht so schlecht. Er sollte ja schon weitermachen. Ja. Aber so war das jetzt nicht geplant. Das ist korrekt. Wir haben vor allen Dingen ein bisschen Energieprobleme hier oben. Ja. So, dann können wir erst ein bisschen hier weg. Ja, und da ist es, glaube ich, auch mit der zweiten Forschungsstation ein bisschen schwierig. Ja, auch wenn es eine super Idee ist, aber ich glaube, das lassen wir erstmal noch. Jetzt geht's mit der Energie wieder, weil die Sonne ja wieder da ist. So, das Auto ist auf jeden Fall fertig. Kuh untersuchen. Geschlossene Dreisitzer drauf. Okay, der braucht den kompletten Platz für den Kran. Aber wir können ja vorne... Wir können ja vorne so ein, die Kabine dran setzen, meinst du? Ja. Und außerdem können wir das Ding dann immer noch als Krananhänger umfunktionieren. Verwenden, wenn wir... Soll ich da jetzt den Kran draufdrucken? Ja. Druck mal drauf. Ja, irgendwie sinnvoll. Dafür haben wir es ja gebaut. 1001 Byte. 1001 Byte. 1001 Nacht. So, ich werde, glaube ich, in der Zeit noch mal untertage kommen. Kanister, Arbeitslicht, Leuchtfeuer. Geländehämmer, kleiner Fabrikator. Nee. Energiezelle, kleine Batterie, kleiner Generator. Was brauchen wir nochmal dafür? War das Harz? Ich glaube Gemisch. Ja, hast recht, Gemisch. Na, dann werde ich nochmal einen kleinen Generator bauen. Für eben das Fahrzeug. Ja klar, gerne. Da steht schon wieder eine Pflanze in der Wand.
Was ist? Ich habe vergessen, dass die platzenden Pflanzen mich töten, wenn ich direkt daneben stehe. Also bist du wieder tot? Nö, bin ich nicht. War kurz davor, eben nur, ist mir gerade eben nur so in Erinnerung gekommen. So, sollen wir den Bockkopf mal erforschen? Das kannst du gerne tun. Hab ich getan. Ich glaube, die müssen wir drucken. Warte zum Drucken, ich bin nicht mehr sicher. Ja, aber ich kann ja mal gucken. Dafür brauchst du. Achso, du bist ja auch schon da. Aluminium und Harz. Haben wir beides, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich muss nochmal schnell wohin. Du bist doch gestorben. Was? Wie kommst du denn auf die Idee? War mir schon klar. Ja, ich habe jetzt. Sein, ist alles gut. Ich habe gedacht, ich hätte das jetzt so gut vertuscht. Oder so gut ich hatte mich schon ein bisschen gewundert, dass du so früh wieder da bist, aber dachte mir so, okay, vielleicht. So früh habe ich mit dir nicht gerechnet. Ist halt immer noch da. Ich habe einiges an Gemisch. Also du hast noch, ja? Gut, dann kann ich das nehmen, was hier ist. Farewell, my friend. Ja, leider weiß, kann man deinen Samen nicht da drauf packen. Meinen Samen? Ja, den Samen, den du da gefunden hattest. Hallo, Fettnäpfchen. Alles gut, alles gut. Der Bohrer ist auf jeden Fall fertig und das ganze Auto ist fertig. Ich warte jetzt eigentlich nur noch wieder auf Strom, damit wir hier noch eine kleine Plattform drauf bauen können. Dann haben wir nämlich mehr Speicherplatz auf der Karre hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Man kann da echt kein Ding ins dran setzen, das ist natürlich schade. Das kann man nicht dran setzen. Man kann es aber so rum machen. Ne, schon gut, hat sich schon erledigt. Sieht jetzt etwas komisch aus, aber hey. Was bist du denn? So, mal gucken, wo der Baron ist, dann holen wir den ab. Ja, wahrscheinlich war das so ein Fresspflanzen-Dingens, das auch im Boden gesteckt ist, aus welchen Gründen auch immer. Das jetzt wirst du, wo du bist, ne? Unter Tage. Ja, aber wo? Wir haben hier mehrere Höhlen. In der Höhle, in der ich bisher immer reingegangen bin. In meiner Todeshöhle. Kann das nur die hier sein? Wusste ich doch. Der Dick schaut auch kurios aus. Das ja. Forschungsobjekt. Kannst du da nicht dran setzen? Auf damit! Ich schubst dein Auto aber gerne. Thank you.
ärgern. Ich? Jetzt komm, setz dich doch mal hier drauf, damit ich sehe, ob das funktioniert. Ich will doch nur wissen, ob das funktioniert. Also ja, funktioniert, tut das. Ja, entschuldige, ich muss auch zwischendurch. Kann man eigentlich an den Arm auch eine Düse dran bauen? Wer weiß. Oh, funktioniert auf jeden Fall. Oh oh. Ernsthaft? Ja, was soll ich machen? Genau, hol uns mal einen Weg frei. Super. Hat uns halt fast keine Energie mehr gekostet. Nee. Überhaupt nicht. Aber dafür haben wir jetzt ganz viel, Kupfererz dabei. Oh. Batterie ist leer. Das ist jetzt doof. Das ist ja jetzt blöd, ne? So lange ist das Kabel nicht. Da brauchen wir ja fast eine Verlängerung, aber hier, pass mal, Obacht. Ansonsten hätte ich jetzt eine Batterie geholt, die auch drauf geladen ist. Ja, bitteschön. Er reicht ja schon, wir müssen ja nur... Auf jeden Fall funktioniert es. Wir haben jetzt ich wollte einfach nur testen, ob es funktioniert. Das heißt, wir können zu zweit hiermit durch die Gegend düsen. Was ja ziemlich gut ist. Das ist definitiv praktisch. Ja. Und dann müssen wir uns jetzt nur noch Leuchtfeuer bauen. Halt nicht nur eins, glaube ich, sondern mehrere, oder? Ja, dafür braucht man Gemisch. Ja, gut, und das ich weiß auch genau, wo es Gemisch gibt. Aber als erstes möchte ich hier mal. Ich weiß, ich könnte es direkt an den Schmelzer packen, mag ich aber gerade nicht machen, weil... Das zieht nur Energie. Aha. Warum laufe ich eigentlich mit dir mit? Ja, weil du mit mir mitlaufen magst. Du kannst auch gerne mit mir mitlaufen, habe ich kein Problem damit. Na, glaube ich sogar. Aber ich gucke lieber ein bisschen hier draußen nochmal. Wenn ich irgendwo mal endlich Lithium finden. Ein bisschen nervt. Okay, hier ist mal ein Loch. Geh. Nächstes hat hier gesagt. Ja, ich habe hier gesagt. Ich finde das witzig. Ich wiederhole es auch gerne nochmal. Hier ist ein Loch. Nächstes hat es gesagt. Gott, ey. So ein Geschmack. Mhm. Aber ich mag das. Misto. Anomitisk Misto.
Oh oh. Was denn? 50% nur noch. 50% was? Sauerstoff. 25%. Am Ersticken? Ah, oh, da ist Sauerstoff. Ich muss es immer knapp machen, Leute. So, ich habe jetzt halt hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemischt dabei. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hatte auch Gemisch gefunden, aber leider war ich da schon mal 25%. Deswegen habe ich da nicht mehr angehalten. Hier oben schaut es schlecht mit Wind aus, ne? Ja. Also wirklich Wind haben wir hier bisher noch nicht miterlebt, ne? Wir sollten wahrscheinlich echt irgendwie so eine Art Solarfarm oder sowas aufbauen. Denke ich auch. Also ich hatte ja auch nochmal so ein mittleres Solarmodul gebaut gehabt. Was wolltest du jetzt mit dem Gemisch? Wollte ich das haben? Achso, ja, ach ja, ich weiß, was wir machen wollten. Leuchtfeuer. Ach ja, genau. Ja, wir brauchen unbedingt Gemisch, dass wir Leuchtfeuer herstellen können. Was wollten wir damit? Weiß nicht mehr was genau, aber irgendwas wollten wir damit. Bring noch mal ein bisschen Kupfer, Titanium und Aluminium mit. Aber ich habe hier noch ein Raumschiff gefunden. Meine Fresse, haben wir viel Aluminium. Oh verdammt, wo ist unser Zuhause? Wenn ich mit dem Rettungs... Diesmal wird's echt eng. Wo bist du? Alles gut. Ich bin schon wieder gleich da. Noch stehe ich nicht ersticken. Oh. Ja, ich muss immer so übertreiben. Es tut mir leid, Leute. Ich achte da nämlich nicht drauf. Da hier mit Titan, oder? Haben wir denn unseren Generator da? Was heißt denn hier, hä? Das Ding hat 1200 Bytes. Ja. Und das Ding? Achso, jetzt. Es hatte gerade auch nichts angezeigt, keine Bytes, irgendwas. Achso. Sollten wir dann vielleicht mal mit den anderen Objekten, die wir unten haben, auch nochmal eruieren. Vielleicht haben die das letzte Mal einfach keine Bytes angezeigt. Ach so, so meinst du, ja. Ja, ist möglich. Also nicht die Lampe sollen wir lieber auslassen. Das kostet unnötig Strom. Guck mal, die können wir auch so hier hinstellen. Ja, ich weiß. Aber ich meine nur, weil die kostet uns jetzt unnötig Strom gerade. Oder meinst du nicht? Ja, Herr Strominspekteur. Ja, hallo, ich, ja, ich, ich letztes Mal war ziemlich teuer. Hast du jetzt eine zweite Forschungsanlage doch gebaut? Ja. Ja, Fuchs bist du, ey. Ja, ich hatte so ein bisschen Gemisch übrig und habe gedacht, ja, warum nicht? Bauen wir mal. So, ein Forschungselement können wir doch tatsächlich mit runternehmen, ne? Dann machen wir das doch auch, weil wir müssen ja sowieso wieder runterfliegen. Weißt du, was ich jetzt seit mutig, wie ich bin, mal versucht hätte oder überlegt hätte? Ha. Dass wir einfach hier oben bleiben. Und wenn du nicht hier oben, wenn du nicht hier oben bleibst oder hier oben nachkommst, dann werde ich dich einfach das nächste Mal abholen. Okay, das können wir auch machen. Weil dann haben wir das gleich auch schon mal ausprobiert. Ob das mittlerweile funktioniert, das wäre auf jeden Fall schön. Ob das so funktioniert, dass
dass du nachkommst oder, also dann müssen wir das nicht auf irgendeinem etwas weiter entfernten Planeten ausprobieren, sondern wir können das hier einfach direkt mal auf dem Mond testen. Ja. Das wäre jetzt halt nur mal so meine Idee, mein Vorschlag gewesen. Ja, dann machen wir das doch auch so. Alles klar. Dann verheizen wir noch ein bisschen Energie für die Zeit, die wir nicht da sind. Nächstes räumt schon mal auf. Ja, meine Sachen packe ich nochmal wieder weg. Vorsichtshalber. Das ist auf jeden Fall ratsam. Sonst habt ihr plötzlich nichts mehr. Ich habe auch schon ein bisschen Leuchtfeuer nachgebaut. Häng ich bei dir auch in der Luft? Hab ich nicht geachtet. Er gönnt mir keinen Spaß, ne? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, das macht Spaß. Ich ärgere gerne den Baron. Und... Ja, hau ab! Du darfst mich nicht ärgern. Mach doch gar nichts. Ich wollte mich zu dir zum Verabschieden. Ich wollte dir Tschüss sagen. Okay, das lasse ich nochmal gelten. Tschüss. Tschüss. Hä? Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, Leute.